Ja, ich bin Rechtsanwalt, Jurist, kenne mich mit Europarecht, Verwaltungsrecht, Autonomierecht, Verfassungsrecht sehr gut aus. Und umso mehr bedauere ich, mit anzusehen zu müssen, wie unser Südtirol autonomiepolitisch auf der Stelle tritt. Die Autonomie, die wir heute haben, ist ein Kind der späten 60er Jahre und gehört längst auf ein höheres Level gebracht. Wir Freiheitlichen stehen für ein stärker unabhängiges Südtirol bis hin zum Freistaat. Zumindest aber dürfte nicht das verloren gehen, was wir noch vor 20 Jahren hatten. Und das ist leider sehr viel. Und umso mehr verwundert die Untätigkeit, die Ideenlosigkeit, die Tatenlosigkeit der Landesregierung, vor allem des Landeshauptmanns, der sich immer wieder darin gefällt, Südtirol als die weltbeste Autonomie zu bezeichnen, aber gleichzeitig die problematischen Punkte nicht anzusprechen. Erst jetzt, wo seine linken Freunde in Rom nicht mehr am Ruder sind, jetzt plötzlich hat er vor kurzem gesagt, ja, Südtirol hat ein Problem. Es wurde durch die Verfassungsreform 2003 wurden sehr viele Kompetenzen beschnitten und wir müssen endlich was unternehmen. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Das wissen wir seit vielen Jahren. Warum passiert da nichts?